Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man sich so einen coolen Dutt mit dem Duttkissen macht. Und in meiner Verlosung habe ich ja unter anderem auch ein Duttkissen verlost. Und somit ist das auch ein Video für genau dich, nämlich die Gewinnerin. Aber auch natürlich für alle anderen Mädels. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ihr braucht dafür eine Bürste eurer Wahl. Ein Haargummi, das kann so ein normales sein, das kann aber auch so ein Invisibobble sein. Und ein paar Haarnadeln. Das heißt ein paar, eigentlich recht viele, glaube ich. Dann bürstet ihr euch erstmal die Haare durch. Dann nehmt ihr ein normales Haargummi und macht euch erstmal einen Zopf. Da, wo der Zopf am Schluss sitzt, auf der Höhe, ist dann später der Dutt. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr den Zopf hier hin macht, dann wird das Duttkissen später hier sitzen. Ich gehe mal ein bisschen runter. So, magic. und mach mir jetzt einen Zopf. So, jetzt kommt das Duttkissen ins Spiel und zwar, da wo das Loch ist, kommt jetzt mein Pferdeschwanz rein. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche euch das hier richtig zu zeigen. Ihr könnt erstmal gucken, ob das so die richtige Höhe für euch ist, wenn ihr euch das jetzt so vorstellt. Und mir gefällt das so. Deswegen, ihr macht jetzt euren Kopf nach vorne und dann versucht ihr, hier alles von dem Donut mit Haaren zu überdecken. Hier sollte nichts mehr von dem Donut zu sehen sein. So. Dann nehmt ihr ein zweites Haargummi. Das muss jetzt kein Invisibobble sein, das kann auch ein ganz normales Haargummi sein. Und macht es einfach so drüber. Hallo. Ja, dann sind wir auch schon fertig. Und, nein, Spaß. Jetzt sind hier natürlich noch ziemlich viele Haare draußen. Je länger eure Haare sind, desto länger werden die jetzt hier auch noch sein. Also ihr könnt die Frisur auch super mit kürzeren Haaren machen. Und jetzt könnt ihr entweder das einfach so drum wickeln. So, dann sieht der Dutt so im Endeffekt aus. Oder ihr flechtet das. Das versuche ich jetzt einfach mal. Und zwar fange ich hier einfach mal mit 3 Strähnen an. Flechte die und nehme mir jedes Mal ein bisschen was dazu. Ihr müsst dann von der Richtung her flechten, dass ihr schon ein bisschen um euren Dutt außen rum flechtet. Ich hoffe, das sieht jetzt auch gut aus, ne? Ich sehe überhaupt nichts. Je sauberer ihr das macht, desto schöner sieht es am Schluss aus. Ich mache es gerade ein bisschen messy. So flechten ist ganz schön schwierig. Aber mit etwas Übung gelingt das auch. So, jetzt habe ich alle Haare im Zopf drin. Und jetzt flechte ich den einfach weiter. So, wenn der Zopf fertig geflochten ist, dann legt ihr den einfach hier außen rum und das kleine Schweinchen hier hinten, das verstecken wir unter dem Zopf. Gut, festhalten und dann machen wir alles mit Haarnadeln fest. Vergesst nicht, die Haarnadeln immer nach außen und dann nach innen in den Dutt rein.
wenn da irgendwo so eine Schlaufe rausguckt, wie bei mir jetzt hier, das ist vom Flechten. Wenn man nicht so schön geflochten hat, dann könnt ihr das auch einfach mit einer Nadel, mit so einer Haarnadel eben den Dutt reinschieben. Und schon sieht es wieder gut aus. Ja, jetzt könnt ihr natürlich das Ganze noch ein bisschen lockern. Ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen messy sitzt und nicht so ordentlich, zumal der Zopf jetzt hier außenrum eh nicht der ordentlichste ist. Und dann halte ich einfach den Dutt hinten fest und zubbel mir hier vorne einfach ein paar Haare raus. So, dann ein paar kurze mache ich hier vorne noch raus. Ich habe mich gerade voll gekratzt. Aua. Okay. Ja, das war's jetzt eigentlich. Ich zeige euch den Dutt nochmal. Ich hoffe, der sieht jetzt gut aus. Ich sehe mich nicht von hinten, ne? Aber ihr wisst, wie es funktioniert. Tada! Ja, das war's auch schon mit meinem Video. Ihr werdet bald ein Video sehen, wer der Gewinner ist. Das wird mein nächstes Video sein. Meine Verlosung seht ihr nochmal unten in der Infobox. Und dann sind hier noch zwei Videos aus meiner Lenas Make-up Basics Reihe. Und schaut euch die nochmal an und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!